Hallo Messer und EDC-Freunde, heute stelle ich euch mein Magnanus Sissi in Titan vor. Dieses Messer ist von Voxknife in Magnago, Italien hergestellt und das Design stammt vom bekannten niederländischen Messermacher Goody van Poppel, der für seine coolen Custom-Messer mit extrem starker Rückenfeder bekannt ist. Jetzt kommen wir zum Messer, zuerst zu den Daten. Das Messer hat eine Gesamtlänge von 22 cm. Die Klingenlänge beträgt 9,3 cm, die Klingenhöhe an der höchsten Stelle ca. 3 cm, die Klingenstärke 4 mm, das Klingenfinish ist satiniert und das Gesamtgewicht des Messers ist 166 Gramm. Die Klingenform ist ein Mix aus Harpunen und Sheepfoot-Klinge. Mir gefällt die Klinge optisch sehr gut und ist für viele Arbeiten im Alltag perfekt geeignet. Der Klingenschliff ist ein Flachschliff, der nicht bis ganz nach oben gezogen ist. Also bis hierher ungefähr. Die Klinge hat eine gute Schärfe. Ich nehme mal hier ein Stück Papier, was ich habe. Der Klingenstahl ist der hochgelobte pulvermetallurgische Magna Cut. Dieser Stahl ist von der US-Firma Crucible Steel entwickelt worden. Die Eigenschaften des Magna Cut sind sehr rostträge, verschleißfest, hohe Zähigkeit, hohe Härte und er soll sehr schnitthaltig sein. Die Durchschnittstauglichkeit dieses Stahls soll wie kein anderer Stahl auf dem jetzigen Markt sein. Für mich ist das mein erstes Messer mit diesem hochgehypten Stahl. Ich selbst habe also noch keine Erfahrung damit gemacht. Ich weiß auch nicht, wie sich dieser Stahl nachschärfen lässt. Jetzt kommen wir mal zur Klingenbeschriftung. Auf der Schoßseite der Klinge ist das Logo von Goody van Poppel. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir hier einmal stehen Voxknives Italia. Dann das Logo von Tools for Gents, die das Messer in Auftrag gegeben haben. Und hier ist das CBM Magna Cut gemarkt, also dieser Klingenstahl. So. Die Klinge wird mit zwei Händen geöffnet und gehalten wird die Klinge mit der Grand Forsaic Slipjoint Feder, die eine Haltekraft von ca. 2,5 kg hat. Beim Schließen der Klinge haben wir hier einen Stopppin, sodass die Klinge, also die Schneide, nicht auf die Feder aufschlägt und beschädigt wird. Die ziemlich starke Haltekraft vermittelt ein gutes Sicherheitsgefühl. Natürlich muss einem klar sein, dass die Klinge nicht fest arretiert, aber ich denke, für die meisten Arbeiten im Alltag dürfte das kein Problem darstellen. Die Rückenfeder ist abgerundet und sehr wertig verarbeitet. Sie hat keine Spaltmaße zu den Griffschalen. Das Einzige ist hier ein kleiner Spalt, den man spüren kann beim Übergang zur Klinge. Aber das ist nicht der Rede wert. Die Griffschalen sind aus Titan und mit einem Frag-Pattern versehen, das einen an das Unumu-Zahn erinnert. Leider kann ich das nicht als Vergleich in die Kamera halten, da ich dieses schöne Messer nicht besitze, würde ich gern, ja. Die Griffschalen sind mit 6er Torx befestigt. Der Clip ist auch mit 6er Torx. Und die Achsschraube ist 8er Torx. Der Clip ist 3D gefräst. Und hat eine Keramikkugel, also Keramikkugel, mit der das Messer leichter über den Hosentaschensaum geschoben werden kann. Dann sieht man hier, ich habe da noch so ein Plättchen drunter, da ich dieses Messer heute erhalten habe und euch gleich vorstellen möchte. Die Spannung des Clips würde ich als ziemlich stramm bezeichnen. Aber
Das hat den Vorteil, dass das Messer nicht verloren geht. Das wäre bei diesem Magna echt eine Katastrophe, jedenfalls für mich. Das Messer liegt bei mir sehr gut in der Hand. Ich habe Handschuhgröße 9. Für etwas größere Hände wäre auch noch okay, bis 10, sage ich mal. Da ist noch ein bisschen Platz. Aber für mich perfekt. Fazit zu diesem Messer. Optisch ist das Messer ein Schmuckstück und wäre als Vitrinenmesser absolut tauglich. Die Verarbeitung lässt keine Wünsche offen. Das Einsatzgebiet würde ich hier bei mittelschweren Aufgaben sehen. Natürlich kann man auch feine Arbeiten damit ausführen. Man hat es ja gerade eben bei dem Papiertest gesehen. Es ist sehr scharf. Da die Klinge mit zwei Händen geöffnet werden muss und nicht verriegelt, ist dieses Messer zum jetzigen Zeitpunkt 100% 42A konform und unterliegt nicht dem Führungsverbot in Deutschland. Ausnahmen natürlich Messerverbotszonen oder öffentliche Veranstaltungen. Aber das ist keine Rechtsberatung und darum sollte es hier in dem Video auch nicht gehen. Warum habe ich dieses Messer gekauft? Der Andi vom Kanal Andi 1878 hat den Prototyp der Titan- und der Mikada-Variante vorgestellt. Da war klar, ich muss das Titanteil haben. Ich bin ja eh ein Titanfreak sozusagen. Ich hatte das Magna No Sissi schon in Burgundi G10 Variante mit dem Böhler N96 Stahl, das zu meinem absoluten Lieblingsmesser gehört. Ich zeige euch das mal. Hier ist das Burgundi in G10. Machen wir einen kleinen Vergleich. Also unterschiedlich, man sieht es als erstes, das hat G10, hier ist es ein Titan. Als nächstes Böhler N96 Klingenstahl, hier ist es der CBM Magna Cut. Die Klingenfeder ist natürlich auch unterschiedlich. Hier ist sie glatt und bündig. Und bei der Titan-Variante ist es die Feder gerundet und nicht bündig mit den Schalen. Als nächsten Unterschied haben wir hier einmal beim Titan den 3D gefrästen Clip. Und hier haben wir den Drahtclip. Ja, das sind so die Unterschiede von diesen Messern. Also für mich hätte auch die G10-Variante gereicht. Ist wirklich auch ein super tolles Messer. Liegt genauso gut in der Hand. Die Größe, die Optik, ja gut, Optik ist ein bisschen anders, aber die Größe ist gleich. Wirklich ein tolles Messer. Die Titan-Variante werde ich als Sonntagsausgehmesser benutzen. Wie früher, wenn sich der Opa seinen Sonntagsanzug mit seinem Sonntagshut angezogen hat und ein bisschen auf Tour gegangen ist. Da waren dann auch sein Taschenmesser und Taschenrohr dabei. Also so werde ich das ungefähr behandeln, dieses Messer. Nur für die Vitrine wäre es mir zu schade. Ich finde das einfach super und das passt auch zu meinem Titan-EDC-Zeug dazu. Jetzt mache ich noch ein paar Größenvergleiche. Unter anderem hier habe ich noch, legen wir das mal so hierher, das Markus Reichardt MR103 auf Tools for Jones. Dann hätte ich vielleicht noch, was jeder kennt, das SuperTinker 91 Victorinox mit Titangriffschalen von Daily Custom. Ja. Dann hätte ich hier noch, was auch jeder kennt,
des UKPK von Spyderco, auch ebenfalls ein Slipjoint, auch ein tolles Messer, ist natürlich kleiner. Was ich noch hätte, was ähnliche Klingengröße hat, ist das V-Knife Beacon. Ich halte mal die Klingen übereinander. Ja, man sieht, das Magna hat vielleicht 2 mm mehr Klinge. Genauso bei diesem Messer. Ist ähnlich. Ja. Jetzt noch, wie habe ich das Messer geliefert bekommen? Das kam, ich lege mir das Messer noch mal beiseite. Das kam in dieser Schachtel von Tools for Gents, in einer einfachen Pappschachtel. Ja. Da drinne war dann eine Nylon-Pouch. Mit einer Tasche noch hier drin. Das Messer passt gut in die Nylon-Pouch rein. Könnte man auch am Gürtel anbringen, diese Pouch. Und hier noch ein Patch draufkleben. Was noch dabei war, war diese Münze von Tools for Gents. Dann, ich denke, das sind Pfefferminz oder sowas. Und zum Schluss noch ein bisschen Werbung, Paperwork. So rum. Ja. Also, ich halte noch mal das Messer in die Kamera. Also ich bin wirklich total begeistert von diesem Messer. Ich habe es natürlich noch nicht getestet, aber ich kenne ja die G10-Variante Nosisi und von der war ich schon begeistert. Und hier das Titan, das haut mich echt vom Hocker. Also von mir bekommt das Messer eine 100%ige Kaufempfehlung und ich bin echt froh, dass ich es bekommen habe. So, das soll es erstmal gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Und wer noch kein Abo hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video und tschüss.